Ja, komm schon. Ich will da irgendwie hochkommen. Ich will da irgendwie hochkommen. Aber wie? Das geht ja gar nicht, weil ich... Ach, komm schon, als ob. Weil hier unten ist es ja genauso, dass ich nicht hochkomme. Auch wenn ich hier langlaufe, oder? Oh, diese Dinger machen mich echt fertig, Leute. Diese Dinger machen mich echt fertig, diese Tentakeln. Und da ist ein Herz, da ist ein Herz. Danke, danke. Oder vielleicht komme ich sogar hier lang. Was ist denn das, bitte? Sollte es so ein Ding sein, was mir mein Schild immer klaut oder so? Ich denke, ja. Ja, wobei... Ich glaube, wir sind gar nicht so... Ach, komm schon. Ey, wie oft will ich denn jetzt noch runterspringen? Ist doch jetzt echt langsam voll der Witz. Was ist das bitte? Eine Biene? Ja, eine Biene. Aber ich komme da nicht hin. Selbst wenn ich jetzt in diese Richtung laufe. Also da hätte es noch einen Tunnel gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ich denke ja. Und ich frage mich, was mir diese Monsterherzen da bringen. Vielleicht bringen die mal irgendwas Gutes, aber vielleicht auch nicht. So, stirb. Ich möchte eigentlich einfach nur ein Herz haben. Ich weiß gar nicht, was da dann immer so schwer ist. Dass man mir einfach ein Herz gibt. Monsterherzen kriege ich natürlich genug. Aber meine Gesundheit aufbessern, das klappt nicht so gut. Und ich brauche auf jeden Fall irgendwas, womit ich über Wasser laufen kann. Und da unten gibt's was. Da unten gibt's was. Soll ich mir das grabben? Okay, da komme ich gar nicht hin. Also wenn ich jetzt noch einmal rumlaufe, dann frage ich mich wirklich, was mit mir falsch läuft. Also so kann das auf jeden Fall nichts werden. Und selbst wenn ich jetzt hier reingehe... Ja, das kann ich ja nicht mal löschen. Ich habe ja nicht mal irgendwas mit Feuer. Aber Leute, ich denke, wir werden einfach mal zu Ravio gehen. Weil ich glaube, der hat wenigstens einen Plan davon, was hier zu tun ist. Und wenn der keinen Plan hat, dann hat wirklich niemand einen Plan. Weil Ravio ist eigentlich immer derjenige, der einen Plan hat. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt einen Plan hat. Oder irgendein Mittel... Womit ich Wasser überqueren kann. Weil Wasser überqueren ist nicht leicht. Vor allem frage ich mich, warum Link nicht schwimmen kann. Normalerweise kann er doch immer schwimmen. Ich weiß nicht, warum er das in diesem Teil nicht kann. Hat er das wirklich verlernt oder... Oder ist er einfach nur dämlich? Oh mein Gott, er klaut mir so viele Rubine. Er klaut mir so viele Rubine. Bist du bescheuert oder was? Und dafür gibt er mir nur ein Herz. Hat mir unendlich viele Rubine gegrabt, aber gibt mir ein Herz. Toll. So, was gibt's denn hier drin? Oh, das sieht vielversprechend aus. Das sieht vielversprechend aus, Leute. Ich hoffe natürlich, ich werde jetzt hier nicht enttäuscht und ich komme da irgendwie hin. Aber ich denke nicht. Ich denke, hier gibt es einfach nur eine Truhe. Ja, genau so ist es auch. Genauso ist es auch. Leider. Und natürlich ein paar Gegner sind natürlich auch noch mit am Start, wenn man natürlich hier was umsonst bekommt, aber die sind schon tot. Und dann können wir mit 50 Rubinen nach Hause gehen. Okay. Selbst meine Wandgabe bringt mir nichts. An der Stelle. Weil ich kann ja mit der kein Wasser überqueren. Also das wäre mir auf jeden Fall sehr neu. Vor allem weiß ich nicht mal, ob wir überhaupt so an der Wand können. Aber so wie es aussieht, können wir das nicht. Ne, wir kommen da gar nicht durch. Mann, ist das lame. Okay, aber ich dachte, wir können da wenigstens so durch. Eventuell hat es auch irgendwas mit den Statuen hier auf sich, aber wir werden jetzt erstmal Ravio besuchen. Eventuell hat er eher einen kleinen Tipp für uns, wie das Ganze hier ablaufen könnte. Oder auch nicht. So, Ravio, hast du irgendwas zu sagen? Willkommen zurück, kleiner Held. Ja, komm schon. Was ist passiert? Was? Solche Kräfte hat mein Armreif? Der Junge, der zum Wandbild werden kann... Du scheinst ja wirklich ein Held zu sein. Vielleicht könnte ich von diesem Yuga-Typen ja auch diese Kraft erlernen. Bist du blöd oder was? Aber nein, nein. Denk nach, Ravio. Wenn etwas schief geht, verbringe ich den Rest meines Lebens als Kretzelei an irgendeiner düsteren Tempelwand. Die Vorstellung behagt mir nicht. Solche gefährlichen Abenteuer überlasse ich lieber dir, kleiner Held. Toll. Also er hilft uns nicht weiter. Leute... Das gibt nur einen Aufschluss. Okay. Kiri! Komm nach Hause! Er ist nicht hier. Dann spielt er wahrscheinlich im südlichen Wald. Oh nein. Muss ich jetzt wieder einen Verlorenen finden? Och, bitte nicht. Bitte nicht. Ich finde doch immer so viele Verlorene, Leute. Ja, immer muss ich irgendjemanden suchen. Nein, wir erstmal in der Ich will keine Pause machen. Wieso fragt mich das immer jeder? Ich habe noch nicht genug gespielt.
Ich hab noch nicht genug gespielt, Leute. So, wieso sind jetzt überall hier Yugas Wachleute? Also er müsste ja theoretischerweise irgendwo hier sein. Wenn das der südliche Wald ist. Aber so wie es aussieht. Ach, hier ist er. Oder sie. Oh, Link, hast du die gesehen? Er müsste eigentlich irgendwo hier in der Nähe spielen. Seltsam. Ja, was heißt hier in der Nähe? Also der Wald ist jetzt nicht gerade klein. Er ist nicht klein und überall sind diese Wachleute von Yuga. Das ist ja voll zum Kotzen. Das ist ja voll ärgerlich, Leute. Das ist echt ärgerlich. Aber wo ist er nur? Okay, da ist er auf jeden Fall nicht. Da ist er auf jeden Fall nicht. Ja, beim südlichen Wald. Das ist doch, war doch gerade das Waldstück, oder? Aber was anderes kann ich ja hier sowieso nicht machen. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in Kakariko, aber das wird uns ja nicht weiterhelfen, dass wir in Kakariko sind. Und von da oben kommen wir ja sowieso nichts rein und das können wir nicht freisprengen. Das heißt, Leute, wir werden sogar noch nach oben gehen müssen. Ja, wir werden tatsächlich nach oben gehen müssen, aber ich frage mich, wie ich da hinkomme. Schaffe ich den Weg nach oben? Ja. Weil wenn ich nicht über Wasser kann, dann muss ich natürlich nach oben gehen. Auch wenn es blöd klingt, aber es ist so. Weil dann müssen wir nämlich den oberen Tempel als erstes machen, weil ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkommen soll. So, was ist jetzt wieder? Schon wieder diese komische Hexe. Aha, endlich etwas Grünes. Die Hexe heißt Irene? Ich bin Irene und ich will irgendwann mal die größte Hexe aller Zeiten sein. Im Moment bin ich allerdings nur ein einfaches Mädchen auf einem fliegenden Besen. Heute Morgen habe ich mir die Zukunft voraussagen lassen. Mir droht ein schlimmes Schicksal. Aber ich kann es anscheinend noch abwenden. Grün bringt immer Glück, hieß es. Jetzt suche ich nach etwas Grünem. Du kommst mir genau recht. Ich habe beschlossen, dass ich dir von jetzt an helfen werde. Ja, du hast richtig gehört. Also nimm das hier. Du hast die Glocke erhalten, damit kannst du jederzeit Irene rufen. Okay, cool. Hast du schon mal einen Wetterhahn gesehen? Wenn du die Glocke läutest, kann ich dich zu einem Wetterhahn deiner Wahl bringen. Glaub mir, eigentlich bist du mir völlig egal. Ich käme im Leben nicht darauf, dir zu helfen. Es ist nur, dass der Wahrsager so oft recht mit seinen Vorhersagen hat. Lass uns zusammen daran arbeiten, das Unglück von mir abzuwenden, ja? So, ich muss jetzt los. Ich soll noch was für Oma erledigen. Also, bis zum nächsten Mal. Na gut. Ah, jetzt fällt mir noch etwas ein. Meine Oma ist berühmt für ihre magischen Tränke. Ihren Laden findest du hinter dem Ostpalast. Schau doch einmal vorbei, wenn du in der Nähe bist. Ihre Tränke kann man in jeder Lebenslage brauchen. Ach ja, ich bin schon echt nett zu anderen. Mein Gott, ist die eingebildet. Aber die bringt uns auch bloß zu Wetter hin, Leute. Also... ich dachte jetzt eher, die bringen uns vielleicht über diese komische Insel. Aber so wie es aussieht, macht sie das leider nicht. Und wieso kann ich die nicht einfach bekämpfen, dass sie sterben? Aber das ist echt nervig. Das ist echt nervig, diese Kämpfe. Vor allem diese bescheuerten Gegner, die sterben einfach nicht. Und die haben mir schon so viele Leben abgezogen. Ach komm, vergiss es. Vergiss es. Und ich bin jetzt wieder an der Kirche? War die Kirche wirklich da? Nö. War sie nicht, oder doch? Weil ich bin doch, von Schloss Hyrule nach rechts gelaufen. Was ist denn hier bitte drin? Ne, ist auch eine Kirche, okay. Ist auch eine Kirche, alles klar. Aber der Soundtrack in der Kirche hört sich geil an, Leute. Der hört sich wirklich gruselig, fuselig an. Wirklich gut. So, wie komme ich jetzt am schnellsten Wege da hoch? Das ist noch die nächste Frage, wo mich beschäftigt. Ja, genau, da war ich ja schon. Da war ich ja schon. Okay, okay, okay. Dann habe ich mich wohl geirrt. Dann habe ich mich wohl geirrt. Und überall ist Wasser und Berge. Es gibt wirklich nur Wasser und Berge. Mehr gibt's gar nicht. Boris, was hast du zu sagen? Link, was ist denn im Schloss passiert? Und Ceres ist noch nicht zurück. Was soll ich nur tun? Ja. Wenn du in sie verliebt bist, Boris, dann solltest du mal was unternehmen. Und wieso hat er mich jetzt attackiert? Als ob. Okay, da oben komme ich auch nicht weiter. Ich bin jetzt gerade ein bisschen hilflos, muss man zugeben. Also, ich habe nicht so den richtigen Plan, wo ich hin soll.
Ich denke mal, ich bin auf dem richtigen Weg, weil ich noch nicht über Wasser gehen kann. Weil wenn ich ins Wasser gehe, dann sterbe ich. Wie ihr ja sicherlich alle mitbekommen habt. Dann bin ich einfach tot. Und dann werde ich wahrscheinlich erst über die Berge müssen. Aber ich weiß nicht, wie ich hoch und runter laufe. Von diesen Bergen. Muss ich wirklich echt den ganz stinknormalen Weg gehen? Oder gibt es vielleicht noch eine andere Option? Dass ich das irgendwie mit meiner magischen Fähigkeit irgendwie vereinbare. Aber ich weiß nicht wie. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, was ich da tun kann. So, jetzt sind wir wo? Gehen wir einfach mal hier rein und schauen uns kurz mal drinnen um. Oh. Puh, ich hasse Aufräumen. Der räumt Steine auf. Kannst du mir das beibringen? Oh, Besuch? Ach, du bist es nur. Der Bengel von der Schmiede, nicht wahr? Was machst du denn für ein ernstes Gesicht, du kleine Schlafmütze? Hast du beim Meister gekündigt und willst jetzt bei mir als Lehrling anfangen? Huaa! Ja, so in etwa. So in etwa, ich möchte das auch erlernen. Ich möchte das auch erlernen, wie du Steine hochlupfst und wegwirfst. Bring mir das bitte bei. Ich war gerade in den Bergen und habe Erz abgebaut. Da bebt auf einmal die Erde. Und als ich zurückkam, sah es hier so aus, als voll mit Steinen und Felsen. Hast du dich draußen mal umgesehen? Ich werde Wochen brauchen, um das alles aufzuräumen. Naja, so ein Fels hochzuheben und auf dem Boden zu zerschmettern, ist auch ganz befreiend. Wenn das nur alles Erz wäre. Was ist? Willst du es auch mal probieren? Es ist schon ein gutes Gefühl. Schaffst du es nicht? Bist nicht der Stärkste, was? Hier, versuch's mal damit. Damit hat schon mein Großvater Felsen gestemmt. Yes, Sir! Wir haben die Krafthandschuhe! Sehr schön! Damit dürfte selbst ein Hänfling wie du die Kraft haben, Felsen hochzuheben. Vielleicht willst du ja aus lauter Dankbarkeit die Felsen um mein Haus herum wegräumen. Haha, nur ein Witz. Obwohl ich dich natürlich nicht abhalten werde, wenn du es unbedingt tun willst. Wow. Dann mache ich mich mal wohl wieder ans Aufräumen, ne? Grüße den Meister von mir. Danke. Und wenn ich jetzt da nicht drin gewesen wäre, hätten wir nie diese Handschuhe bekommen. Okay, es klappt wunderbar, Leute. Es klappt wunderbar. Und wieso attackiert mich dieser Vogel immer so? Aber die Gabe funktioniert, aber ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Ich bin gerade echt ein bisschen ratlos. Vor allem, wo bin ich denn jetzt hingekommen? Okay, hier sieht es ein bisschen verstörend aus. Also ich denke mal, ich werde dieses Gebiet wieder verlassen. Aber dadurch, dass wir jetzt Steine hochheben können, eröffnet sich uns wenigstens noch eine Möglichkeit, hier reinzugehen. Und es klappt natürlich nur, ist ja auch der Witz, es klappt natürlich nur, wenn man in diesem Haus war. Und wenn man in diesem Haus gewesen ist, ja, man weiß es ja nicht. Man weiß es nicht, Leute. Aber wir gehen jetzt erstmal da rein und gucken, was uns denn hier drin erwartet. Und ich denke mal, wir sind auf jeden Fall richtig, dass wir da hoch müssen. Aber Leute, das sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda. A Link Between Worlds. Und ciao.